Willkommen in meiner Küche. Heute habe ich für euch leckere Nudelsalat. Nudelsalat geht immer bei einer Party, auf eine Party. Ja. Ich war letztens bei meiner Freundin auf eine Party eingeladen und da hat sie diesen Salat gemacht. Also das ist mit getrockneten Tomaten, Rucola und Sonnenblumenkerne. Eine oder andere kennt bestimmt vielleicht diesen Salat und weiß, wie das schmeckt. Und ja, dachte ich mir, da muss ich das machen. Und ja, jetzt zeige ich euch die Zutaten und die Zubereitung. So, als erstes machen wir Sonnenblumenkerne rösten. Da habe ich schon Nudeln, 400 Gramm Nudeln ungefähr, die Schleifen, also ich weiß nicht, wie die heißen, Farfalle, glaube ich, oder die Schleifchen, keine Ahnung jetzt, egal. Da habe ich jetzt Pfanne erhitzt, ohne Öl, ohne nichts, einfach so. Und gebe ich da eine volle Glas Sonnenblumenkerne. Da habe ich Tomaten in Öl, die werde ich später schneiden. Die Sonnenblumenkerne müssen wir rösten, aber da müsst ihr aufpassen, die Hitze darf nicht zu hoch sein, also kleine Hitze, weil wenn euch die Sonnenblumenkerne verbrennen, dann wird es stinken. Immer wieder schwenken, umrühren und dann wird gut. Da kommen wir später noch dazu. Die Tomaten habe ich mir abgegossen, ja, auf der Sieb gegeben. Die Öl werde ich noch brauchen und die Tomaten werde ich mir auch drei Stücke schneiden. Nicht zu klein, nicht zu groß. Und gebe ich in eine Schüssel. Da habe ich jetzt noch die Sonnenblumenkerne. Also muss ich da aufpassen. Aber richtig aufpassen, dass die Feuer nicht zu hoch sein wird. Darf. Ja. Wenn die schon so geröstet sind, nicht zu fest, dann legt ihr die zum Abkühlen. Und in der Zwischenzeit mache ich mir die Dressing oder Soße. Da gebe ich jetzt 3 bis 4 Esslöffel Balsamico Essig, dunkel. Je nachdem, wie groß die Löffel sind. Meine Löffel war hier sehr groß. Deswegen habe ich 3 gegeben. Könnt ihr auch 4 geben. Passiert nichts. Und 3 bis 4 Esslöffel Öl von dem Tomaten habe ich gegeben. Könnt ihr auch Mazzola geben oder Olivenöl, welcher ihr mögt. Ordentliche Prise Pfeffer und Salz vermischen und das war's schon von Dressing. Könnt ihr auch abschmecken, ob euch das schmeckt. Ja, manche nutzen rosane Balsamico Essig. Ich habe hier dunkle genommen. Meine Nudeln sind schon gekocht. Ich mache die immer abschrecken mit kaltem Wasser, sodass die nicht kleben. Und habe ich in Schüssel mir gefüllt und gebe jetzt die Tomaten, vermische ich das, dann kommt das Dressing dazu, werde ich vermischen, dann kommt dazu, dass die Sonnenblumenkerne, jetzt ungefähr 250 bis 300 Gramm, also mein Glas war sehr groß, also groß, die Füllmenge war 300 Milliliter und dann kommen jetzt die Sonnenblumenkerne. Alles. Ich habe das auch zweimal gemacht, weil meine Schüssel war zu klein. Und zum Schluss kommt noch Rucola. Also so wie sie jetzt hier seht, konnte ich das schon eine Stunde vorher zubereiten. Und zum Schluss kommt die Rucola, weil die Rucola würde ich sagen, ja, besser frisch geben, vermischen. Ja. Oder mindestens eine halbe Stunde vorher. Ich habe hier die kleine Rucola, also die Mini-Blättchen Rucola. Die schmeckt ein bisschen milder als die größere Rucola. Ja, wenn ihr die größere Rucola habt, dann macht ihr das ein bisschen halbieren und wird passen. Ich habe hier von der Rucola, glaube ich, 200 Gramm genommen. Oder auch weniger, jetzt weiß ich nicht. Ich habe eine Packung genommen, keine Ahnung, wie viel drin ist. 125, keine Ahnung. Egal, ich werde euch da in die Infobox schreiben, was ihr dazu braucht. Okay, vermischen und das Salat ist schon fertig. Ja. Nur der Salat geht immer, also könnt ihr das machen bei nächster Party oder einfach so. Zum Abendessen mit Baguette. Ich habe das gerne mit Baguette gegessen und das war sehr lecker. Entschuldigung. Ja. Die Tomaten und die Sonnenblumenkerne machen sehr viel in diesen Salat.
statt die Schleifennudel oder Farfalle, ich weiß nicht, wie die heißen, egal. Statt diese Nudel, was ich genommen habe, konnte ich auch andere Nudeln nehmen, wird auch gehen. Aber die sind auch gut. Ja, was noch? Keine Ahnung. Okay, das war's schon. Vielen, vielen Dank für die lieben Kommentare. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!